Gut. Ich find's ja schnaffte, wenn YouTuber über Mental Health, Mental Illness und so weiter sprechen. Und vor allem, wenn es Kanäle sind, die sehr gut recherchieren zu den Themen. So wie ich das von Wo ist das? Dr. Watson auch erwarte. Der wahre Grund für immer mehr Depressionen. Ja, egal, never mind. Es geht los. Krise. Pandemie. Moment, da muss ich ein bisschen lauter machen. Klimakrise. Pandemie. Wurde heute wieder dolle gelobt von meinem Gesangslehrer. Das ist schön. Ukraine-Krieg. Inflation. Nahostkonflikt. Kein Wunder, dass Depressionen aktuell in die Höhe schnellen. Aber liegt das wirklich an den Krisen oder sind die Gründe doch ganz andere? Der Klimawandel ist endgültig in Deutschland angekommen. Die Erde brennt lichterloh. Jeder vierte Mensch in Deutschland fühlt sich sehr einsam. 9 million insured Americans suffer from depression. New numbers tonight shed light on what some are calling America's youth mental health crisis. Ich hatte mal die Zahl gehört, dass in Amerika ungefähr 70% der Menschen an irgendeiner Mental Illness leiden. Oder irgendeinen anderen mentalen, psychischen Leidensdruck haben. Ich glaube, man kann das auch so, ja, vielleicht nicht gerade 1:1, aber so als Richtwert auch für Deutschland nehmen. Die vielen Krisen und Kriege, die gehen nicht spurlos an uns vorbei. Ganz, ganz wichtig vorab, wenn ihr das Gefühl habt, an einer Depression erkrankt zu sein, dann holt euch immer professionelle Hilfe. Wenn ihr Hilfe braucht oder jemanden kennt, der Hilfe braucht, dann haben wir alle wichtigen Infos und Nummern unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also, schauen wir uns mal die Zahlen an. Die werden wahrscheinlich höchstwahrscheinlich zeigen, dass, auch in relativer Zahl, nicht nur in absoluter Zahl, bei absoluter Zahl ist ja klar, bei Bevölkerungswachstum, in relativer Zahl, dass es immer mehr Leute gibt. Aber ich glaube, ein Grund, weshalb es scheinbar mehr Leute gibt, die daran erkrankt sind, ist einfach, weil mehr Leute es auch nach außen hin tragen. Wenn Depressionen mehr werden, würden ja auch die Diagnosen steigen. Und ja, die nehmen schon lange zu. Ich weiß, dass ich Autistin bin und singen gehe. Ja. Ja, kann ich nachvollziehen, dass man zum einen weiß, so, okay, was ist mit mir los? So, vorher weiß man es nicht. Singen gehen ist halt. Ja. Ist ein positiv Hobby, so. Keine Ahnung, ich weiß gerade nicht, wie ich das benennen soll. Von Anfang 2000 an haben sich die Fälle mehr als verdoppelt. Und besonders in den letzten Jahren, während der Corona-Pandemie, gab es nochmal einen starken Anstieg, vor allem bei Angstzuständen und Depressionen. Laut der WHO führte die Pandemie weltweit zu einem Anstieg von 25%. Insgesamt leiden aktuell mehr als 5 Millionen Menschen in Deutschland an Depressionen. Am häufigsten diagnostiziert sind Frauen und ältere Menschen. Ja, weil Männer sich immer noch denken, so, nein, ich bin viel zu männlich dafür. Der Anstieg von Depressionen ist in jedem Alter und Geschlecht zu beobachten. Wobei den stärksten Anstieg, genau andersherum, Jugendliche und vor allem junge Männer haben. In dieser Gruppe wurde die Krankheit 95% häufiger diagnostiziert. Weil sich höchstwahrscheinlich mehr Männer trauen, auch darüber zu sprechen und sich untersuchen zu lassen. Also, ich kann mir vorstellen, dass es auch andere Gründe gibt, aber ich vermute mal, dass das so zumindest den Anstieg in Zahlen erklären kann. Okay, ich weiß, ganz schön viele Zahlen, aber die sprechen alle eine Sprache. Depressionen sind eine sehr verbreitete Erkrankung und die Zahl der diagnostizierten Menschen steigt immer weiter. Aber warum werden immer mehr Menschen diagnostiziert? Nun, die einen zeigen auf eine beschleunigte Arbeitswelt, einen hohen Leistungsdruck und eine Krise nach der anderen.
Aber es gibt auch Stimmen, die sagen, dass die steigenden Zahlen positiv zu bewerten sind. Denn Depressionen werden häufiger erkannt und nicht mehr so oft versteckt. Aber was davon stimmt denn jetzt? Und was, wenn Depressionen gar nicht von außen kommen, sondern durch unsere Genetik bestimmt werden? Das hatte ich auch mal gelesen, dass zumindest die Chance an Depressionen zu erkranken genetisch bedingt ist. Weil das Ding ist, es ist halt auch ein Stück weit tatsächlich auch, also zu einem gewissen Grad, nicht zu 100%, zu einem gewissen Grad, ist es tatsächlich auch physisch bedingt. Zumindest leite ich das von der Wirkungsweise von Antidepressiva her. Es gibt ja diese Serotonin-Aufnahmehemmer oder Aufnahmeblocker. Die bewirken ja, dass Serotonin länger im Körper drin bleibt. Und daraus schließe ich hervor, dass das Depression auf physischer Ebene halt dadurch kommt, dass Serotonin schneller abgebaut wird als bei anderen Menschen. Es gibt natürlich halt auch andere, die psychische Komponente und so weiter, aber das ist so. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht die Verarbeitung von Serotonin im Körper oder der Abbau von Serotonin im Körper vielleicht, dass das vererbt wird. Ist jetzt gerade nur wirklich nur irgendwie eine Herleitung so. Es ist nur eine Laienaussage, nagelt mich nicht drauf fest. Rein aus den steigenden Depressionsdiagnosen eine Antwort auf diese Frage zu ziehen ist sehr schwierig, denn es ist erstmal nur ein Nachweis für gestiegene Diagnosezahlen und damit noch nicht mal ein Nachweis, ob die Erkrankungen selbst gestiegen sind. Um das zu beantworten, sollten wir vielleicht erst einmal verstehen, was genau die Ursachen einer Depression sind. Können Stress und aktuelle Krisen wirklich Depressionen auslösen? Ursachen. Vieles? Who's Mo? Einen wunderschönen guten Abend und wenn man es so schreiben würde, dann würde bei mir nicht viel bei rumkommen. Oder liegen die wahren Ursachen vielleicht ganz woanders? Ja, unterschiedlich. Man liest ja viel darüber, dass Krisen im Zusammenhang mit Depressionen und einem schlechteren Wohlbefinden stehen. Und das ist auch logisch. Das ist zum Beispiel der Fall bei der Klimakrise oder Kriegen. Aber auch unserer modernen Gesellschaft und Social Media wird ein Einfluss auf Depressionen nachgesagt. Erklären diese Zusammenhänge die Ursache von Depressionen? Kann die moderne Gesellschaft Depressionen auslösen? Und was ist damit überhaupt gemeint? Du kannst keine psychische Krankheit pauschalisieren wie bei einem Beinbruch. Ja. Und ich finde das kein dummes Beispiel. Das ist halt, das ist eigentlich sogar ein ziemlich gutes Beispiel. So, weil du kannst halt bei allem, was physisch feststellbar ist, Beinbruch, Infektion und so weiter, gibt es halt gewisse Kriterien. Ne? Auch bei einem Vitaminmangel, dass man sagt, okay, so und so viel Mikrogramm von einem Vitamin muss im Blut sein. Oder wir führen einen Abstrich durch und dann können wir unter dem Mikroskop nachschauen, da sind diese Bakterien da. Oder halt Beinbruch, ne? Guckt Knochen raus, Beinbruch. Ja, dann kann man halt auch noch unterscheiden, so, okay, glatter Bruch oder, keine Ahnung, zertrümmert oder keine oder was weiß ich was. Bei Psyche ist halt, das spielt halt auch noch das eigene Empfinden noch sehr stark eine Rolle. Weil jeder nimmt halt die Sachen anders wahr. So, was mich halt irgendwie komplett aus der Bahn wirft, dass andere Leute stecken das locker weg. Was andere Leute irgendwie gleich beim ersten Mal irgendwie total fertig macht, so ist für mich so, ist mir egal, ne? Schauen wir uns mal den Einfluss der modernen Gesellschaft etwas genauer an. Laut einem Paper, das im Journal of Effective... Du kannst keinen Burnout haben, bei der war das so und so, du kannst das gar nicht haben. Ja, nee, das... Es gibt halt so viele Symptome und wenn du halt
Wenn du halt bei den offensichtlichen Symptomen anfängst, dann haben viele Männer auch keine Depression. Weil sich Depressionen bei Männern bei den meisten Männern halt anders zeigen. Des Orders veröffentlicht wurde, sind es vor allem die schlechten Ernährungsgewohnheiten, fehlende Bewegung, fehlendes Sonnenlicht, Schlafmangel oder auch soziale Isolation, die die moderne Gesellschaft ausmachen. Und genau diese Faktoren stehen alle auch einzeln im Zusammenhang mit Depressionen. Nehmen wir mal die Ernährung. Hier gibt es zum Beispiel eine Studie, die zeigt, dass es einen Zusammenhang zwischen gesunden Ernährungsgewohnheiten und einem geringeren Ausmaß an Depressionen gibt. Und andersherum, dass es auch einen Zusammenhang zwischen ungesunder Ernährung und mehr Depressionen gibt. Aber wenn ich fett bin, dann ist das gut für mich. Nein, Chantal, ist es nicht. Oh, ich sehe schon... Aber Cedric, das ist Bodyshaming. Ergänzend dazu gibt es eine Meta-Analyse, die sich mit Übergewicht in Bezug auf Depressionen beschäftigt hat. Herauskam, bei übergewichtigen Personen war das Risiko, eine Depression zu entwickeln, um 55% höher als bei normalgewichtigen Personen. Oh, ey, lass das bloß nicht 13, die Dame aus 13 Fragen hören, ey. Oh, da kriege ich richtig Schnappatmung. Gleichzeitig ist aber auch bei depressiven Personen die Wahrscheinlichkeit, übergewichtig zu werden, um 58% erhöht. Es ist also eine wechselseitige Ursache-Wirkungsbeziehung. Was dann auch zu einem Teufelskreis dann ausarten kann. Sehr spaßige Angelegenheit, sowas. Aber ganz... Und vor allem, Bei mir, ob Fett oder Depression, das ist halt Huhn oder Ei, so die Frage. Also ich weiß nicht, woher das kommt. So, also was zuerst da war. Weil das halt bei mir nicht nur auf den Körper zu schieben ist. Aber was wollte ich denn gerade sagen? Körper. Depression. Ja, mal schlank, was du dich erinnerst. Das ist über 10 Jahre her. Denkst du, ich merk mir das? Ich hab heute ungelogen eine ehemalige Klassenkameradin bis zur 11. war sie mit mir in einer Klasse. Nee, bis zur 10. glaube ich sogar nur gesehen. Ich saß da. Hat sie abgenommen oder hat sie zugenommen? Über die Zeit so. Also, ich mir dachte so, irgendwas ist anders. Irgendwas ist anders. Und ich spreche jetzt nicht von Haaren oder sowas, weil Haare bei ihr war so Standard, dass nach jeden Ferien sie eine andere Haarfarbe hatte. Das war normal, dass sich da immer was verändert hat. Aber gut. Ah, was ich noch sagen wollte, ist halt auch noch so ein Problem, wenn du depressiv wirst, wirst du träge, hast dann vielleicht auch keinen Bock, dich nicht vielleicht nicht gerade explizit zu sagen, keinen Bock darauf, dich gesund zu ernähren, aber du hast keinen Bock, dir großartig was zu essen zu machen und greifst dann halt auf Fastfood und Junkfood wieder zurück. Was halt ja, nicht gerade halt als die besonders Ernährungsweise gilt, ne? Kennt man. Ganz wichtig, hier gilt wie so oft, Korrelation ungleich Kausalität. Ein festgestellter Zusammenhang ist noch keine Erklärung. Was nicht heißt, dass diese Ergebnisse keine Relevanz haben. Schlichtweg nicht die Kraft dazu. Ja, bist halt träge. Ja. Nur weil sie keine Kausalität herstellen können. Oft ist die Korrelation eben das Beste, was wir haben. Aber es kann auch immer andere beteiligte Faktoren geben, die einen Zusammenhang erklären. Umso wichtiger, dass wir uns auch noch andere potenzielle Gründe anschauen, warum wir gerade vermeintlich mehr Depressionen sehen. Und da gibt es natürlich auch Social Media. Was sagt die Forschung denn dazu?
Mehrere Meta-Analysen konnten einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Nutzung von Social Media und Depressionen feststellen. Aber eben wieder nur einen Zusammenhang. Es wäre möglich, dass nicht allein die Nutzung von Social Media Depressionen auslöst, sondern auch folgende Faktoren, die mit reinspielen. Zum Beispiel, dass man dabei viel sitzt. Oder der Schlaf, der durch die Nutzung gestört wird. Oder man oft Multitasking betreibt, also auf vielen verschiedenen Plattformen angemeldet ist und viele verschiedene Accounts nutzt. Alle diese Faktoren besitzen nämlich alleine betrachtet auch einen Zusammenhang mit Depressionen. Deswegen habe ich halt versucht, deshalb nutze ich nur eine Plattform. Ich benutze halt an sich mehrere, aber es ist halt so, auf der 1 scrolle ich halt einmal durch, bis ich am Ende meiner Timeline bin, beziehungsweise halt am Ende von dem, wo ich halt am Tag davor war. Und das ist halt, das geht relativ schnell und ich auf der anderen Plattform schaue ich mir eigentlich nur die Stories an. So, gibt's keine Stories, okay, cool, mache ich wieder aus. Ja, das ist so, das nimmt halt nicht viel Zeit in Anspruch bei mir. So, beziehungsweise halt nur, wenn ich mir das leisten kann zeitlich. Und ich habe halt auch drauf geachtet, dass ich halt mir eine Bubble aufbaue, eine Algorithmus-Bubble, die mir an sich nur Positives zeigt. Ich weiß, ich habe in vergangenen Streams erzählt, dass ich auch Scheiße auf der Timeline gespült bekommen habe, weil ich einmal tatsächlich aus der Bubble rausgebrochen bin. Leider. Aber das habe ich mittlerweile auch wieder runtertrainiert. War ein bisschen anstrengend, weil sehr häufig die Finger gekribbelt haben, weil ich was schreiben wollte. Aber gut, mit ein bisschen Disziplin hat es dann funktioniert. Welchen Einfluss Social Media auf unsere Aufmerksamkeitsspanne hat, das haben wir übrigens in diesem Video hier schon beantwortet. Generell gilt bei Depressionen, es gibt viele Faktoren, die einen Einfluss auf unser mentales Wohlbefinden nehmen und einen Zusammenhang mit Depressionen aufweisen. Und jegliche Veränderung im Leben, egal ob positiv, zum Beispiel die Geburt eines Kindes, die Beförderung oder ein Urlaubsantritt, oder negativ, Krisen, Verluste oder Stress, können zum Auftreten einer Kinderkriegen soll was Positives sein? Depression beitragen. Wie sehr die Ups and Downs für Depressionen verantwortlich sind, das ist umstritten. Wichtiger ist wohl vielmehr eine Veranlagung, zum Beispiel durch Vererbung oder einer Traumatisierung in der Kindheit. Diese Veranlagung führt dann dazu, dass solche eben genannten Faktoren, also zum Beispiel Ereignisse der Klimakrise, Schlafmangel, schlechte Ernährung oder vielleicht auch von allem ein bisschen, eine Depression auslösen können, aber eben nicht verursachen. Den genetischen Ursprung hat auch die Stanford University of Medicine erforscht. Dafür wurden Zwillingsstudien durchgeführt. Und das Ergebnis? Die Erblichkeit von Depressionen liegt bei 40-50%. Damit kann aber sowohl gemeint sein, dass eine Depression 50-50 aus genetischen und äußeren Faktoren entsteht, als auch, dass einzelne Depressionen zu 100% genetisch bzw. andere zu 100% durch nicht-genetische Faktoren ausgelöst werden. Diese nicht-genetischen Faktoren könnten dann zum Beispiel sowas wie Traumatisierung in der Kindheit sein. Welche Richtung davon stimmt, das ist laut der Studie selber bis jetzt noch nicht sicher erforscht. Außerdem fanden sie heraus, dass das Krisen als deshalb halte ich mich aus manchen Themen einfach raus und ignoriere sie, damit mir das nicht passiert. Krisen als Beispiel. Ja, verstehe ich. Ich tatsächlich habe mittlerweile so ein leichtes Interesse an einigen Bereichen, sage ich mal, entwickelt. Aber halt auch, um potenziell in der Diskussion mitwirken zu können. Und ich fühle mich da teilweise schon so sicher, dass ich mich mal jemand mit einer Person von Amnesty International angelegt habe. Weiter gucken. Das Risiko, an einer Depression zu erkranken, für die betreffende Person etwa 2-3-mal so hoch ist, wenn bereits ein Elternteil oder ein Geschwisterkind an einer schweren Depression leidet. Um also an einer Depression zu erkranken, reicht es nicht aus, sich schlecht zu ernähren oder Stress zu haben. Man braucht eine gewisse Veranlagung dafür. Diese Veranlagung kann genetische oder auch nicht genetische Ursachen haben. Das bedeutet, Krisen,
Kriege und andere negative Lebenssituationen, die uns heute oft als Ursache für Depressionen erscheinen, sind nicht direkt dafür verantwortlich und lediglich ein Auslöser. Aber das... Ja, so als würde man jemanden Pulverfass in die Hand drücken und dann kommt da plötzlich so ein Funke um die Ecke geschossen. Ja. Ich würde ja dafür sprechen, dass es einfach einen stetigen Anteil depressiv Veranlagter in der Gesellschaft gibt. Doch die Zahlen der Diagnosen steigen ja. Liegt das also daran, dass Depressionen häufiger erkannt und nicht mehr so oft versteckt werden? Wie ich ja schon meinte, das wird auf jeden Fall einen nicht unsignifikanten Anteil haben. Um das zu überprüfen, kann man sich zum Beispiel mal Zahlen zur Stigmatisierung anschauen. Stigmata oder einfach negativ behaftete Vorurteile können dazu führen, dass Betroffene ihre Erkrankung geheim halten und sich keine Hilfe suchen. Diese Stigmata gibt es übrigens sowohl gegenüber Psychotherapien als auch der Erkrankung selbst. Da man aber nur durch das Erkennen der Erkrankung genesen kann, ist es super wichtig, dass das Thema weniger stigmatisiert wird. Sind also vielleicht mehr Menschen gerade depressiv, weil es endlich kein großes Tabu mehr ist? Generell kann man sagen, dass eine Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen leider noch immer zu sehen ist. Laut der AOK tun sich immer noch viele Menschen schwer damit, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ich glaube, ein Großteil davon sind halt Männer. Das ist das Problem, keine Termine bei Therapeuten. Das ist dann wahrscheinlich dann die andere Seite der Medaille. Und laut einer Umfrage würden sich immer noch 65% der Befragten in Deutschland zumindest ein wenig schämen, wenn sie eine psychische Krankheit hätten. Aber es gibt scheinbar dennoch eine feststellbare Verbesserung. Eine Studie aus den USA hat sich die Entwicklung der Stigmatisierung bei psychischen Erkrankungen von 1996 bis 2018 angeschaut. Suchen freiwillige Hilfe, kriegen aber keine, weil kein Platz. Ja, das ist aber halt. Das ist dann schon wieder geschlechtsunabhängig. Geschaut und herausgefunden, dass in diesem Zeitraum die Stigmatisierung von Depressionen abgenommen hat. Und auch hier in Deutschland hat sich die Situation innerhalb der letzten 30 Jahre nachweislich verbessert. Während in den 90er Jahren nur rund die Hälfte der Menschen einer an Depressionen erkrankten Person den Besuch eines Psychotherapeuten empfahlen, erhöhte sich dieser Anteil bis zum Jahr 2020 auf 80%. Die Deutsche Psychotherapeutenvereinigung. Und die restlichen 20% sind was? Arschlöcher? Ja, du brauchst dir keine Hilfe zu suchen. Hier, trink erstmal einen Wodka mit mir, das hilft dir schon. Ne? Die Vereinigung zieht daraus dann den Schluss, dass weniger Stigma zu mehr Therapien führt. Dafür spricht auch die Verbesserung in der Gesundheitsversorgung und der Diagnostik von Depressionen. So hat sich zum Beispiel die selbstberichtete Inanspruchnahme von Hilfe im Laufe der Zeit nicht geändert, obwohl gleichzeitig mehr Diagnosen ausgestellt wurden. So eine Studie aus 2020. Das deutet darauf hin, dass Depressionen besser erkannt werden. Und auch die Veränderungen in den Geschlechterrollen könnten laut den Forschenden ein Grund der steigenden Diagnosedaten sein. Vor allem Männer können inzwischen offener mit dem Thema umgehen und sich so mehr Hilfe holen. So haben sich die Zahlen von diagnostizierten Frauen in den letzten Jahren nicht so sehr verändert wie die bei vor allem jungen Männern. Es ist und wer läuft dann am Ende happy durchs Leben? Auf jeden Fall nicht die ganzen Alpha-Männer oder Pseudo-Alpha-Männer. Ja, sagen wir eher so. Oh, ich. Ah ne, warte, Mikro ist kein griechischer Buchstabe, ne? Schade. Die Machos. Nee. Ist so, dass. Warte mal, griechisch. Altgriechisches Alphabet. Einigen wir uns auf einen wunderschönen Buchstaben.
Ich würde ja Sigma sagen, aber das. Nee. Die Taumänner. Der sechs letzte altgriechische Buchstabe. Taumänner. Ich glaube, da können wir uns drauf einigen. Finde ich gut. Okay, bleiben wir dabei. Es ist wichtig, sich Hilfe zu holen. Und genau aus diesem Grund ist es auch wichtig, einen Überblick über die eigenen Versicherungen zu haben. Damit man dieses... Wo kommt denn die Werbung auf einmal her? Aber gut, da jetzt Werbung kommt, nutze ich die Chance und sage, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt in die Kommentare, was ihr denn gedacht hättet, wo die, wie die Zahlen aussehen. Und kommt rüber zu Twitch, wo dann hier so ne Chat und so weiter, könnt ihr mit dabei sein, live und so. Thema schnell und unkompliziert abhaken kann, bietet Clark mit seiner App den Bedarfscheck an, mit dem man seinen Versicherungsschutz einfach überblicken kann. Sobald ihr euch anmeldet, tritt... Okay, kommen wir jetzt nochmal zurück zu... Die Antwort, das ist doch eine Band aus Südafrika, oder? ...zu unserer Ausgangsfrage. Warum werden mehr Depressionen diagnostiziert? Hier lässt sich festhalten, dass, auch wenn es sich manchmal so anfühlt, Krisen und andere Lebensereignisse nicht nachweislich die Ursache für steigende Depressionsdiagnosen sind. Solche... Zumal wir ja eigentlich immer wieder irgendwelche Krisen haben. Es ist so, wenn eins vorbei ist, dann kommt sofort die nächste um die Ecke. Ich weiß nicht, also ich kann mich an... Ich kann mich bewusst an keine Zeit erinnern, wo es nicht irgendetwas so, wo irgendetwas nicht passiert ist. Das irgendwie so Angst schüren könnte oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, wie das so vor meiner Zeit war, aber vermute mal. Also allein schon, weil halt Medien teilweise ja, es. Die Sache ist die, erstens, Negatives wird eher konsumiert. Und die sind halt gewinnorientiert. Das ist halt logisch. Und wie willst du über etwas Positives berichten? So, ja, da wurden jetzt zwei Katzen gerettet. Okay. Und irgendwas Negatives kann halt auch irgendwie entscheidend für dich sein. So, das. Und irgendwie ist halt schon gut zu wissen, so, okay, da hinten ist jetzt irgendwie da was ausgebrochen, so. Nicht schön, aber irgendwie doch gut zu wissen, weil nicht, dass dann plötzlich irgendwas vor deiner Tür passiert. Und das überrascht dich, weil du vorher nichts davon gehört hast. Ereignisse können lediglich ein Auslöser sein und stehen daher auch im Zusammenhang mit Depressionen. Aber damit eine Depression ausgelöst werden kann, braucht es eine Veranlagung. Und die ist erstmal unabhängig von aktuellen Krisen. Auf der anderen Seite gibt es verschiedene Hinweise darauf, dass das Bewusstsein und die Sensibilität für die Erkrankung zugenommen haben. Und eben nicht die Erkrankung selbst. Sodass sich heute einfach mehr Menschen Hilfe suchen und mehr Depressionen erkannt werden können. Das sagt auch die Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Und das ist einfach mal eine mega gute Entwicklung. Denn je besser wir Depressionen erkennen und verstehen, desto gezielter können wir Betroffenen helfen und die Stigmatisierung abbauen, was letztlich die Lebensqualität vieler Menschen verbessert. Und jeden von uns kann es treffen, an einer Depression zu erkranken. Also wenn es euch schlecht geht, habt keine Angst und sucht euch professionelle Hilfe. Zusätzlich gibt es aber noch andere Möglichkeiten, die einem helfen können, wenn man von einer Depression betroffen ist. Eine ziemlich aktuelle Meta-Analyse von Anfang 2024 hat herausgefunden, dass vor allem auch körperliche Aktivitäten gegen Depressionen helfen. Ja. Von Krafttraining über... Also einerseits gut, dass er das nochmal erwähnt. Tanzen, Alter, Schwede. Tanzen hat er richtig hier mit Abstand. Ah nee, Clinical Important Benefit. Protocol. Weightless Control.
Ah, okay. Nee, tanzen bringt nicht so viel. Poorer outcomes or higher depression. Hä? Das sind Antidepressiva. Fahrradfahren, Aerobic. Tai Chi? Yoga und Joggen bis hin zum Platz 1, Tanzen. Ah, okay, also es ist doch. Körperliche Betätigungen sind sinnvoller oder regelmäßige körperliche Betätigungen, weil einmal würde dir halt nichts bringen. Bringt mehr als ein Serotoninhemmer. Oder? SSRI. Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, ja, SSRI. Antidepressiva. Cool, also krass, dass die das mit reingebracht haben. Es ist interessant, dass ja, Mensch. Mehr tanzen, Leute. Aerobic und Therapie. Aufstehen, tanzen. Nee. Ich tanze für mich selbst. Allerdings sind die Teilnehmerzahlen von einigen dieser Studien relativ gering und es ist definitiv noch mehr Forschung nötig. Und das alles gilt nur bei leichten Depressionen und ersetzt, wie gesagt, keinesfalls eine Psychotherapie. Und damit bleibt gesund. Ja, das ist ganz wichtig. Wenn man die Probleme hat, wenn man das feststellt an sich, auf jeden Fall Hilfe holen, professionelle Hilfe, bloß nicht zu irgendwelchen Quacksalbern gehen. Und auch wenn es lange dauert, es kann durchaus schon irgendwie ein gutes Gefühl geben, zu wissen, okay, ich bin auf der Warteliste, so. Irgendetwas passiert. Wenn es schlimmer wird, kann man anrufen und vielleicht passiert da noch etwas, vielleicht kann man noch irgendwo irgendwie geschoben werden. Und ja, also generell, sage jetzt mal auch ja, bei leichten Depressionen oder auch, sage ich mal, prophylaktisch als Vorsorge, Vorbeugung, so. Klar, es ist halt wenn es einen wirklich erwischt, kann man es nicht ändern. Dann ist das auch eine Unterstützung bei der Genesung, aber ja.